Jetzt wirken ja alle ein wenig erschrocken und haben nun heute viele Dinge beschlossen. Wie beurteilen Sie das, was im neuen Gesetz steht und was heute beschlossen wurde? Das Gleiche, was ich eben gesagt habe, gilt zum Beispiel auch für die Nichtverlängerung der pandemischen Lage. Das ist eigentlich eine absurde Entscheidung in dem Moment, wo die Inzidenzen auf Rekordhöhen sind und sich massiv nach oben bewegen. In allen Bundesländern sind die Reproduktionszahlen größer 1. Und in der Situation, die pandemische Lage aufzuheben, nicht aufzuheben, sondern nicht zu verlängern, ist, glaube ich, eine wirklich falsche Entscheidung und das falsche Signal an die Bevölkerung. Ansonsten gibt es ein paar Elemente, die sehr gut sind in diesem Paket, wie zum Beispiel die 2G-Regel, die relativ breitflächig bei hohen Inzidenzen eingesetzt werden soll. Allerdings wissen wir aus anderen Ländern, dass 2G alleine nicht reicht, um den aktuellen Anstieg zu bremsen. Was fehlt Ihnen denn, um die Dynamik zu stoppen? In dem Moment, wo man gerade explodierende Zahlen hat, ist es nicht wirklich sinnvoll, das Maßnahmenpaket, was man zur Verfügung hat, zu kürzen. Das ist eigentlich der Moment, wo jedes Land eigentlich alle Maßnahmen, die vielleicht angemessen sein könnten und helfen könnten, die Inzidenzen wieder runterzubringen, zur Verfügung haben sollten. Jetzt hat man das gekürzt, hat gewisse Maßnahmen nicht mehr zugelassen. Das mag Gründe haben, die außerhalb meiner epidemiologischen Expertise sind, aber epidemiologisch jedenfalls ist es nicht sinnvoll gewesen. Mhm. Weil immer alle Politiker sagen, auch heute wieder, jetzt nichts wie impfen, will ich noch mal ganz klar fragen. Selbst wenn wir jetzt alle Ungeimpften impfen und alle anderen drittimpfen würden, ab wann spürten wir das frühestens? Ab wann gäbe es eine Entlastung? Das Impfen ist die größte Chance für diese Pandemie und man sollte niemals daran zweifeln, dass das Impfen weiterhilft. Aber es hilft nicht, um diese vierte Welle jetzt sofort zu brechen. Wir werden Januar, Februar Effekte sehen, wenn wir jetzt massive Impfkampagnen fahren und wirklich erfolgreich auch die Ungeimpften impfen. Dann werden wir das im Januar, Februar sehen. Es ist langfristig also eine absolut notwendige Maßnahme und insofern sehr zu befürworten. Aber die akute Entwicklung können wir damit nicht ausbremsen. Und wenn nicht genügend Menschen geimpft werden, erleben wir kommenden Winter tatsächlich wieder dasselbe? Das Impfen ist die einzige Chance, wie wir das Problem lösen können. Ich meine, letztlich ist die Frage, bekommt eine Person das Virus oder wird die Person geimpft? Es gibt nur diese zwei Varianten. Und wenn man die Risiken von den beiden Varianten sieht, ist die Impfung mit Sicherheit die bessere Wahl. Ich danke Ihnen für Ihre Einschätzung, Michael Meyer-Hermann. Vielen Dank, Frau Mioska. Die vierte Welle und das zu späte Handeln der Politik. Die Meinung von Hanni Hüsch vom Norddeutschen Rundfunk. Es kann einen nicht kalt lassen, wenn der ansonsten wohltemperierte Chef des Robert-Koch-Instituts außer sich gerät. Er könne es nicht mehr ertragen, dass so viel Zeit ins Land zieht. Jeden Tag 400 Corona-Tote in den nächsten Wochen und zu ändern sei das nicht mehr. Rums. Eine dramatische Zahl, hinter der sich tausendfach Trauer und Leid verbirgt. Matthäi, am Ende hätte meine Oma gesagt, also 5 nach 12, auch weil die politisch Verantwortlichen zu lange gezögert haben. Wahltaktisches Kalkül, dann die Niemandszeit im Politübergang und eine Ampeltruppe, die angeführt von der FDP die Lage falsch einschätzte. Opponieren ist nicht regieren, muss gelernt werden. Bitte schön im Turbogang, Corona wartet nicht. Gott sei Dank haben sie das Infektionsschutzgesetz nachgeschärft. Ich verstehe aber die besonders betroffenen Länder, denen der viel beschworene Instrumentenkasten nicht ausreicht, die einen Hammer wollen. Nennen wir es beim Namen, einen echten Lockdown, also Schließungen von Betrieben, Clubs und Shops. Dafür aber das Gesetz im Bundesrat platzen zu lassen? Schlechte Idee. Wer will das den eh hochgradig verunsicherten Bürgern eigentlich noch vermitteln? In dramatischer Lage ist am Ende einvernehmliches Handeln, Bürgerwunsch, Politikerpflicht. Gut also, dass die Länderchefs gemeinsam vom Bund die Impfpflicht für Heil- und Pflegeberufe fordern und richtig, dass 2G kommt. Mögen die einheitlichen Regeln den Krankenhäusern helfen und Impfmüden endlich Beine machen zu ihrem und unser aller Schutz. Und wenn das nicht reicht, müssen sie eben im Bundestag nochmal ran. Olaf Scholz hat das versprochen. Viele Grüne wollen es eh und die FDP sollte sich fügen.